sogar unser Metallgebilde, was wir noch fertig bauen müssen. Ja, eins von tausend Dingen, die wir fertig bauen müssen. Flup, 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 flup. So. Jetzt haben wir hier oben den Aufgang endlich, in der Mitte, so wie ich ihn haben wollte. Ist da Behutsamkeit drauf? Jo. So, jetzt hau ich da einfach mal einen Verhühner tot. So, die XP hole ich mir noch schnell, kommt her. So, ich die andere Seite, obwohl die andere Seite hat gar nicht so viele. Aber ich nehme mal noch ein paar drauf. Ich schau mal auf die FPS, jetzt bin ich bei 25 wieder. Ja, das haut noch hin. Lass ich jetzt so. So, spring mal ein bisschen näher, ich glaube, dann kommt die XP besser. Oder haben die sich komplett aufgehangen, das kann natürlich auch sein. Hab ich die da eingefügt jetzt? Ja, habe ich. Okay, gut. So, okay. Jetzt, ja, okay, jetzt haben wir... Jetzt habe ich hier oben 20 bis 25 FPS stabil. Sehr schön, da habe ich nur ein paar Hühner töten müssen. Also waren wir nur knapp drüber, das gefällt mir. Ja, gut, dann habe ich wenigstens nicht so einen Mega-Verlust jetzt. An der Falle. So. Da hinten Cola und XP rum, sehe ich gerade. Was machen die da? Da unten auch. Ich bin einfach ein Tollkühner schlechter. Bleibt halt nichts vor mir verschont. Moment. Das ist übertrieben dann so, ich muss mal von unten. Autsch! Ja, wieso, wenn ich dann hier halt noch den äußeren Ring reinzimmer, wird es halt noch zwei breiter. Da habe ich dann halt einen doppelgegliederten Turm. Und eventuell kann man in die Mitte dann hier sogar noch einen ein bisschen weiter nach oben machen. Ich weiß es nicht genau. Aber hier brauchen wir eine Menge mehr Stein. Eine Menge mehr Stein. Und dann gehe ich mal ins Meer und hol mir ein bisschen Stein. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. So. Ich kann mal hier und kann ich mal ganz kurz das hier alles ab. Haben wir auch für die Villager dann. So, aufpassen wegen den Seerosen. I see the Rosen. Phew. Was ich wirklich vermisse, ist, dass du den Seerosen züchten kann. Ist einfach so praktisch, mit dem wir übers Wasser laufen und so. Deswegen finde ich es sehr schade, dass man die sich... Obwohl, ja, ist immer so diese dieser Zielspalt bei Minecraft. Ja, einerseits wäre züchten ziemlich geil. Andererseits ist es aber auch so, dass man dann wieder... dann gibt es diese Sachen einfach nicht, diese seltenen. Aber da fände ich es einfach viel geiler, wenn man Diamanten zum Beispiel sehr selten finden würde. Dass man, was weiß ich, die Diamantenrate nochmal, ich sag mal 50% runtergesetzt wird. Also dass man noch halb so viele Diamanten findet. Und dass man dafür dieses Farming, die Musik von der Star, dass ich sehr gerne so diese Farmspiele immer gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich Wurzel Imperium oder Amarana oder all diesen Mist, die ich so alles mal gezockt und so. Und auch Plants vs. Zombies zum Beispiel, ist ja auch ziemlich geil. Da gefällt mir dieses Zen-Garten ziemlich geil. Da gefällt mir Zen-Garten ziemlich geil. Deutschlich, korrektlich, voll gut, ja, weißt du? Da hatte ich ja, ich muss mal gucken, dass ich Plants vs. Zombies 2 kriege. Ich weiß gar nicht, hatte ich von Plants vs. Zombies ein Let's Play gemacht oder hatte ich da nur so immer was gemacht? Ich glaube kaum, dass ich ein Let's Play gemacht habe, weil das wäre, glaube ich, ziemlich... Ich weiß es gar nicht. So, holen wir uns ein bisschen Stein jetzt. Und ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob ich von Plants vs. Zombies Let's Play gemacht habe. Ich kann aber auch sein, dass ich es nicht gemacht habe, weil Honeyball das damals gemacht hat. Dass ich mir gedacht hatte, nee, mach's jetzt nicht, weil sie schon. Das kann natürlich auch sein. Ach, ich weiß nicht, wie viel Stein haben, bin ich blöde. Ja, natürlich habe ich... Ich pack das mal wieder hier rein, weil das brauche ich eh nicht.
Moment, dann hole ich... Oh, der Hund ist so süß. Dann packe ich das hier nochmal rein und das ist das Sasse. Eine Enderperle habe ich noch, Zombiefleisch. Fleisch, Zombiefleisch. So, dann haben wir hier noch was. Und dann haben wir da noch ein bisschen Seeds. Oh, ich mache das hier mal auch so, wie ich da drüben das gemacht habe. Machen wir hier Kartoffeln rein erstmal. Oh, ich glaube Äpfel. Das passt mal, wenn ich die Äpfel hier runterpacke. Weil so viele Äpfel werden wir bestimmt nie finden. So, Pilze, Pilze. Möhren. Knochen hatte ich noch. Knochen. Hier habe ich noch Knochenmehl. Ich weiß nicht, warum ich das nie hier rausgetan habe, wenn ich schon gemerkt habe, dass es doppelt ist. So, hier habe ich Hühnchen. Okay, das war es anscheinend auch schon. Nehme ich hier ein bisschen Stein mit. Ich würde gerade sagen, wir haben gar nicht mal so viel Stein, aber dann ist mir gerade eingefallen, was für Steinmassen wir noch unten im Keller haben. Das ist wirklich klar. Wir müssen unter dieses Lagerhaus noch mal so einen Keller reinrichten, wo einfach nur die Steine reinkommen. Und ich lasse es unten bei der Monster vor. Es kann natürlich auch sein, dass ich dann so einen Steinkeller einfach hinmache, dass die Steine da reingeliefert werden. Könnte man natürlich auch machen. Wäre eine Option. Jetzt nehme ich mal meine Workbench mit nach oben. Oh, Wunder, ich treffe eine Weihnachtsmucke. So. Guck mal, hier habe ich noch Stein, sehe ich gerade. Dann kann ich nämlich das mal alles hier reinlegen, weil das brauche ich eh nicht mehr oben jetzt. Buch brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Angel da oben, ich brauche kein Zauber, das Buch da oben. Dann nehme ich mir nämlich den Stein mit hoch. Dann nehme ich mir einfach mal einen Stapel Erde mit hoch, weil wir wissen, man das gebrauchen kann. Dann nehme ich kurz Kohle mit, und zwar kommt die Kohle dann jetzt hier rein. Warum habe ich nicht einfach Öfen von hier aus? Habe ich hier irgendwas Öfen? War auf jeden Fall nicht sehr intelligent, die Inneneinrichtung hier einzureißen. So, Moment, dann kann ich doch sicher... Den dann nehme ich mal als Deko mit. Und... Werfer. Hier noch ein paar Kugeln. Zaun brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das ja gar nicht gebrauchen. Holz wollte ich noch. Holz. Holz. Okay, wir gehen jetzt mal nach oben. Wir haben jetzt Holz, wir haben jetzt das. Das sollte eigentlich alles hinhauen. Kohle haben wir auch mitgenommen ohne Ende. Also brennen sollte man auch genug können. So. Ach Quatsch. Obwohl das nicht schlecht aussah. Daraus könnten wir mal so Maya-Stil haben. Guck mal, ich muss mir das gerade mal ausprobieren. Das ist jetzt gerade so aus Assassin's Creed zugekommen, die Idee. Ist schon geil, wenn du es so hinstellst, so. Und du machst es in die Mitte. Kommt sogar noch geiler, glaube ich. Sieht echt nicht schlecht aus. Okay, gut. Aber wir sind aus einem anderen Grund hier. Und zwar wollen wir... Also nicht sowieso. Also verschiedene Reiche und sowas können wir gerne mit reinbauen. So Mittelalter haben wir ja schon auf jeden Fall schon eine ganze Ecke mit drin. Und dann haut auch sowas wie Maya und so, hätte ich kein Problem damit, einfach mal ein bisschen was zu machen. Weil das sieht manchmal echt richtig geil aus. So, dann packe ich einfach mal wirklich an jede Ecke jetzt hier zwei Öfen. Auch in der Bauphase muss es symmetrisch und schön aussehen, es geht nicht anders. So, 12. Moment. So, und hier
da noch einmal 16 rein. Ich weiß, es ist nicht überall gleich viel drin, aber ist ja auch eigentlich vollkommen egal. So. Und jetzt brauchen wir auch noch die Workbench, weil wir müssen noch den Stein, den wir haben, verarbeiten. Und dann machen wir gleich mal ein paar Treppen draus. So. Treppen vor allen Dingen. Voll die Treppen. Ach, manchmal. So. Hier jetzt. Aber ich bekommen habe, können wir eigentlich jedes Mal komplett erstmal. Huch! Das war nicht geplant. Aber ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Du ziehst doch noch nicht das Display hier hin. Nein, natürlich nicht. So. Wenn man dann hier so einen Werkgang hin macht. Kein Lehrgang, ein Wehrgang. Oh, hier ist es vielleicht ein bisschen größere Punkt, wie ich das hier mache. Dann. Ist immer so doof um die Ecke so. Ich will, dass wir mich mit Zäunen abgrenzen. Oder ich nehme wirklich keine Zäune und nehme einfach wirklich. Ich weiß es nicht. Ah, nee, ich hab eine gute Mischung, glaube ich. Das war mal ausprobieren. Ich glaube, ich habe eine gute Mischung gefunden gerade, wie man das ganz authentisch lösen könnte, das Problem. So richtig jetzt, ja? Oder bin ich jetzt zu breit? Ich bin zu breit. Also ich persönlich bin nicht breit, aber dann weiß ich, wie ich das an... Moment, wir können ganz kurz gucken. Einmal Springer. Ja, ich bin zu breit. So, jetzt sollte das eigentlich hinhauen. Einmal Springer. Also der Springer vom Schacht so. So, keine Ahnung, wie ich auf den Vergleich komme, weil wahrscheinlich, weil ich in letzter Zeit ziemlich viel Schach wieder spiele. Ja, ich habe früher mal sehr viel Schach gespielt. Ich war auch mal, als ich ein ganz kleiner Kürzer war, ich auch mal so Meisterschaften und so dabei, war auch nicht schlecht. Aber mit der Zeit hat sich dann irgendwann gelegt wieder. Das Schachvergnügen. Jetzt habe ich wieder angefangen aus dem einfachen Grunde, da ich, wie man im Let's Play manchmal auch merkt, recht unkonzentriert manchmal bin. Und Schach ist eine super Art für alle, die auch das Problem haben, dass sie manchmal nicht sehr unkonzentriert sind oder Verständigungsprobleme oder so haben. Schach ist eine der einfachsten Methoden zur Unkonzentration halt zu beheben. Das fördert einfach das Vordenken, das Mitdenken, wie das halt beim Schach so ist, dass du musst ja mehrere Züge vordenken und so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hänge jetzt wirklich eine ganze Weile auf so diesen mittleren Schwierigkeitsgrad und man gewöhnt sich wieder dran. Sehr schön eigentlich. Ist ja nicht. Spielt ihr Schach oder? Das hatte ich jetzt auch, da habe ich mich. Ich zock ja auch die Stämme. Das ist ein Multiplayer-Game. Das ist, wem es das sagt, dem sagt was. Ansonsten könnt ihr das ja mal nachschauen oder nicht. Das ist ja eure Sache, so bla bla. Und auf jeden Fall. Was hab ich jetzt hier gemacht? Auf jeden Fall hatte ich da auch, da habe ich mich mit ihm unterhalten. Und da kannte der wirklich keine Dame. Und da habe ich das, gegoogelt bei Wikipedia. Und da hieß es. Dame ist im deutschen Sprachraum gar nicht so verbreitet. Da hätte ich jetzt mal eine interessante Frage an euch, und zwar, kennt ihr das Spiel Dame? Weil ich kann mir das absolut nicht vorstellen, weil ich kenne das Spiel Dame seit meiner Kindheit und ich kenne auch sehr viele Menschen, die das Spiel kennen. Deswegen kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass es wie in Wikipedia stand, dass es im deutschen Sprachraum kaum verbreitet ist. Also wenn du, genau du jetzt eine Dame kennst, dann schreibst du das bitte jetzt sofort in die Kommentare rein und sagst, ja, ich kenne Dame. Weil das würde mich wirklich mal mega interessieren, ob das im deutschen Sprachraum wirklich so unbekannt ist, weil da müssen wir auf jeden Fall eine Petition starten hier, dass Dame bekannter wird, auf jeden Fall. Also, nicht so das Spiel, was ich jetzt täglich spielen würde, aber macht auf jeden Fall Spaß und aus Assassin's Creed sollte man es auf jeden Fall kennen. Schon mal.
So. Das geht eigentlich. Hier ist halt so eine schmale Stelle. Könnte man allerdings auch beheben, indem ich jetzt einfach sage, ich ziehe den hier noch einen Pfeiler rein. Oh, nicht das Ding. Nee, Moment.